Ja, wie und vor allem mit wessen Geld lässt sich die Ukraine möglichst schnell wieder aufbauen? Genau darum ging es am Dienstag bei der großen Konferenz zum Wiederaufbau des Landes. Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatten dazu nach Berlin eingeladen. Zahlreiche Expertinnen und Experten trafen sich vor Ort oder waren per Videokonferenz zugeschaltet, wie auch der ukrainische Präsident Zelensky. Er forderte möglichst schnell neue Milliardenhilfen, vor allem um die Infrastruktur in der Ukraine wieder aufzubauen. Es geht ums Geld. Geld für den Wiederaufbau der Ukraine. Viel Geld. Kanzler Scholz will nicht warten, jetzt schon Zeichen setzen, trotz der anhaltenden Kämpfe. Es geht also um nichts Geringeres als die Schaffung eines neuen Marshallplans für das 21. Jahrhundert. Eine Generationenaufgabe, die jetzt beginnen muss. Die Erholung, der Wiederaufbau und die Modernisierung der Ukraine werden in der Tat eine Herausforderung für Generationen sein, die die geballte Kraft der gesamten internationalen Gemeinschaft erfordern wird. Es sind diese Bilder der jüngsten Angriffe auf die Ukraine, die einen neuen Tiefpunkt in diesem Krieg markieren. Erst Montag auf einem Spielplatz in einem Wohnviertel in Mykolajew in der Südukraine. Oder kürzlich auf die Stromversorgung in Lviv. Auf Häuser, Straßen und Plätze in Kiew. Auf zivile Ziele wie dieses Einkaufszentrum in Saporischschja. Präsident Zelensky ist der Konferenz in Berlin per Video zugeschaltet. Er bittet die Weltgemeinschaft um Hilfe bei der Deckung des erwarteten Milliardenhaushaltsdefizits. Durch russische Raketenangriffe sei über ein Drittel der Energieinfrastruktur in der Ukraine zerstört worden. Es sei dringend, es gehe um kurzfristige Hilfe. Wir brauchen dieses Geld, um die Infrastruktur sofort wiederherzustellen, um diesen Winter zu überleben, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern und Europa vor einer Migrationswelle zu bewahren. Das Migrationsproblem nicht allein deshalb ist es im eigenen Interesse der EU, schnell zu handeln. Die Kommissionspräsidentin legt Zahlen auf den Tisch. Wir sprechen mit unseren Mitgliedstaaten darüber, dass wir gemeinsam uns vereinbaren können, einen Mechanismus über 18 Milliarden für 2023, immer, wie gesagt, vorbehaltlich, solange der Krieg dauert, als direkte Budgethilfe für die Ukraine sicherstellen. Die EU werde das Land so lange unterstützen wie nötig, so von der Leyen. Und diese Unterstützung sei auch notwendig im Hinblick auf den Weg der Ukraine in die europäische Gemeinschaft. Nina Haase, Sie verfolgen die Wiederaufbaukonferenz in Berlin für uns. In welcher Atmosphäre fand denn das Treffen statt? Die Atmosphäre war durchaus konstruktiv, aber natürlich hatten wir es hier zu tun mit den Chefs und Chefinnen der wichtigsten Finanzinstitutionen weltweit, die sich alle ihre eigenen Gedanken bisher gemacht haben, wie man der Ukraine konkret helfen kann in den nächsten Wochen, Monaten, aber ja auch in den nächsten Jahrzehnten. Und jetzt geht es eben genau darum, dass man sich darauf einigt, alle Egos beiseite zu lassen und tatsächlich sich auf einen sogenannten Marshallplan oder vielleicht konkreter eine Plattform zu einigen, wo man den Wiederaufbau koordiniert, wo man sieht, was sind die Prioritäten, was braucht die Ukraine jetzt und wer kann eben zahlen. Da war sehr viel Gesprächsstoff dabei, sehr viele unterschiedliche Ideen, aber es war tatsächlich eben keine Veranstaltung, wo neue Finanzsummen genannt werden sollten unbedingt, sondern es ging eher darum, die Organisation zu untermauern. Und das wird ja alles in Zeiten von Energieknappheit und drohender Wirtschaftskrise nicht einfacher. Welche konkreten Zusagen oder Regelwerke gab es denn bis jetzt konkret und von wem? Sehr konkret wurde Ursula von der Leyen, die Chefin der Europäischen Kommission, die eben sagte, dass die EU bereitsteht, ca. 1,5 Milliarden Euro im Monat nächstes Jahr zur Verfügung zu stellen. Das sind dann 18 Milliarden für das ganze Jahr 2023. Dann hat sie die Hoffnung geäußert, dass die Amerikaner sich anschließen und nochmal den gleichen Anteil auch zahlen. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, hat signalisiert, dass er bereitsteht,
stetig zu begleiten, welche Finanzbedarfe sich noch ergeben und dann eben auch die Lücken zu schließen. Aber in welcher Form das genau passiert, da ist man jetzt immer noch am Anfang. Allerdings wurde die Hoffnung schon geäußert, dass es jetzt auch bis zum Ende des Jahres konkretere Ergebnisse geben müsse. Und die Ukrainer hier, die Repräsentanten, haben ständig wiederholt, wir müssen auch das Geld auf unserem Konto sehen. Es wird wirklich schwierig für uns. Das ist ein Problem auf vergangener Konferenzen mit Geberländern. Der Präsident Selenskyj, der redet von 38 Milliarden, die im ukrainischen Haushalt allein für nächstes Jahr fehlen. Lässt sich dieses Loch überhaupt schließen? Naja, der Finanzbedarf der Ukraine für dieses Jahr ist ja tatsächlich auch eben durch die internationalen Partner gesichert. Und es scheint so, als wäre die Europäische Union und die Amerikaner eben auch gewillt, den Finanzbedarf, den akuten, für nächstes Jahr zu sichern. Aber gleichzeitig wurde hier immer wieder betont, wir müssen auch an das Mittelfristige denken. Denn im Moment funktioniert tatsächlich ein großer Teil der ukrainischen Wirtschaft. Aber wenn Brücken einstürzen, wenn die Elektrizitätsversorgung gestört ist, dann werden natürlich noch Folgeschäden entstehen und dann können auch tatsächlich Unternehmen nicht mehr so operieren, wie sie es müssten, damit auch der ukrainische Staat wieder Steuern einnimmt. Und da hat man dann tatsächlich heute Ideen diskutiert, wie was machen wir eigentlich mit den eingefrorenen Geldern und dem Vermögen der russischen Oligarchen? Kann man das nicht eventuell benutzen? Oder könnte die EU nicht vielleicht noch weitere gemeinsame Schulden aufnehmen, eben für die Ukraine? Und solche Dinge sollen jetzt eben auf dieser neuen Plattform weiter im Detail diskutiert werden. Nina Haase in Berlin, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.